Weshalb gibt es unsere Welt? Weshalb existieren Sterne, Steine und Steinböcke? Woher kommt der Mensch? Woher kommen unsere Vorstellungen von Gut und Böse, unsere Empfindungen wie Liebe und Hass? Auf Fragen dieser Art, also Ursprungsfragen, gibt es zwei grundlegende Antworttypen. Entweder ist die Welt geplant und erschaffen worden, oder sie ist ausschließlich Ergebnis von Naturgesetzen und Zufällen, also ungeplant. Die eine Erklärung geht aus von Überlegung, Zielsetzung und dem kreativen Handeln eines Schöpfers. Mit Schöpfung ist also ein willentliches, bewusstes, zielorientiertes Hervorbringen durch einen personalen Schöpfer gemeint. Für die andere Erklärung ist ein Schöpfer überflüssig. Diese Sichtweise bezeichnet man als Naturalismus. Diese Lehre besagt, dass die Natur alles ist, was existiert und je existiert hat. Hier gibt es keinen Schöpfer, der aktiv und kreativ tätig ist. Nach dem Naturalismus beruht alles, was existiert, alleine auf physikalisch-chemischen Kräften und Gesetzmäßigkeiten. Es ist auch alles ausschließlich durch solche natürlichen Kräfte entstanden, ohne jedes Wirken eines Schöpfers. Manchmal wird zwar versucht, diese beiden Antworttypen miteinander zu kombinieren, aber im Kern gibt es nur entweder geplant oder ungeplant, beziehungsweise entweder kreativ und beabsichtigt oder rein natürlich und unbeabsichtigt, oder kurz geschaffen oder von alleine entstanden. Der Naturalismus führt automatisch zur Evolutionsanschauung. Evolutionstheoretiker verfolgen das Ziel, die Entstehung des Lebens und aller Lebewesen so zu rekonstruieren, dass ein Schöpfer dafür nicht benötigt wird. Entsprechend definiert man Evolution so: Alle heutigen Lebewesen stammen von andersartigen Vorfahren ab und sind in einem gemeinsamen Stammbaum aller Lebewesen verbunden. Veränderungen erfolgten ausschließlich durch natürliche Vorgänge, ohne Planung und Zielorientierung. Auch das Leben selbst ist alleine durch physikalisch-chemische Prozesse aus leblosen Stoffen entstanden. Schöpfung bedeutet dagegen einen Beginn mit planvoll und kreativ hervorgebrachten Lebewesen, die als Grundtypen bezeichnet werden. Diese sind von Anfang an voneinander abgegrenzt. Ihre unterschiedlichen Ausprägungen, als kleine Bäumchen dargestellt, beruhen auf schöpfungsgemäßer Programmierung. Wie können wir herausfinden, wie die Welt entstanden ist? Um herauszufinden, wie die Welt tatsächlich entstanden ist, gibt es zwei sehr verschiedene Zugänge. Der erste davon ist: Wenn es einen Schöpfer gibt, könnte es sein, dass er seinen Geschöpfen mitgeteilt hat, dass und auch wie er die Welt und die Lebewesen erschaffen hat. Genau das behaupten die Schreiber der Bibel. Theologen sprechen von Offenbarung, also von einer persönlichen Mitteilung Gottes. Glaubt man den Autoren des Alten und Neuen Testaments, so hat uns Gott tatsächlich einiges über die Schöpfung mitgeteilt, und er stellt sich selber als der Schöpfer vor. Der zweite Zugang ist unsere eigene menschliche Erkenntnis. Dazu zählen unsere Erfahrung, Beobachtungen, die wir machen können, und alle unsere Überlegungen, die wir dazu anstellen. Das führt auf das Gebiet der Naturwissenschaften. Wir können die Natur bzw. die Schöpfung mit unseren Sinnen und mit Hilfe verschiedener Messgeräte und Methoden untersuchen. Wir können erforschen, wie der Kosmos, die Erde und die Lebewesen aufgebaut sind und wie die Prozesse funktionieren, die im Weltall und in der belebten und unbelebten Welt ablaufen. Und wir können dann beurteilen, ob die Forschungsergebnisse eher zu Schöpfung oder zu Evolution passen. Entscheidend für die Methode der Naturwissenschaft sind sogenannte empirische Daten. Empirisch heißt auf Erfahrung beruhend. Gemeint sind damit Beobachtungen in der Natur, sei es im Freiland oder im Labor.
Naturwissenschaftliche Beschreibungen nehmen also Bezug auf empirische Daten, auf Dinge, die beobachtbar bzw. erfahrbar sind. Mit den Methoden der Naturwissenschaft kann man jedoch nicht direkt untersuchen, ob die Welt auf irgendeine Weise erschaffen wurde oder ob sie Ergebnis rein natürlicher Vorgänge ist. Denn weder Schöpfung noch eine vergangene Evolution sind beobachtbar. Die Geschichte des Lebens ist einmalige Vergangenheit. Wir können nicht wie in einer Zeitmaschine zurück in die Erdgeschichte reisen und direkt beobachten, was passiert ist, so spannend das auch wäre. Naturwissenschaftler können nur den heutigen vorläufigen Endzustand der Naturgeschichte direkt untersuchen. Nämlich die Natur, wie sie sich heute darstellt, seien es Sterne, Steine oder Steinböcke. Und sie können herausfinden, welche gesetzmäßig beschreibbaren Vorgänge in der Natur ablaufen. Das bedeutet aber ganz und gar nicht, dass Naturwissenschaften keinen Beitrag zur Klärung von Ursprungsfragen leisten könnten. Im Gegenteil. Das Wissen, das wir durch naturwissenschaftliche Forschung gewinnen, also die empirischen Daten, können wir als Indizien nutzen, um den Fall Schöpfung oder Evolution aufzuklären. Indiz bedeutet Anzeige. Man erhofft sich von Indizien, dass sie anzeigen, was passiert ist. Solche Indizien sollten mindestens zur bevorzugten Weltsicht passen, also ihr nicht widersprechen. Am aussagekräftigsten sind jedoch Indizien, die zu einer Sicht besser passen als zur anderen. Also Beobachtungen, die entweder besser zu Schöpfung oder besser zu Evolution passen. Das können wir uns durch einen anschaulichen Vergleich deutlich machen. Durch den Vergleich mit einer Kriminalgeschichte. Der Fall Schöpfung oder Evolution als Kriminalgeschichte. Wenn Wissenschaftler vergangene Ereignisse, in unserem Fall Schöpfung oder Evolution, rekonstruieren möchten, arbeiten sie ähnlich wie ein Kriminalist, der einen Todesfall aufzuklären hat. War es Mord oder Selbstmord? Oder trat der Tod auf natürlichem Wege ein? Wenn ein natürlicher Tod und Selbstmord ausgeschlossen werden können, stellen sich die Fragen nach dem Täter und dem Tathergang. Hier wird es spannend, wenn Augenzeugen fehlen und wenn der Täter kein Geständnis ablegt. Dann ist nur ein Indizienbeweis möglich. Das ist kein Beweis im mathematischen Sinne, sondern eine zu den Indizien passende Erklärung der am Tatort gefundenen Spuren. Im Idealfall gibt es nur eine einzige stimmige Erklärung und der Fall scheint damit gelöst zu sein. Unter Umständen bleibt der Fall aber mangels aussagekräftiger Indizien ungelöst, weil die Indizien zu mehreren Szenarien passen. Bei einem Strafprozess heißt es dann, mangels Beweisen freigesprochen. Mit Beweis sind hier sachdienliche Indizien gemeint. Der Kommissar nutzt bei seinen Recherchen auch naturwissenschaftliche Forschung. Zum Beispiel Kenntnisse über Vorgänge, die nach dem Tod einsetzen, um den Todeszeitpunkt zu ermitteln. Er untersucht möglichst genau und umfassend die Spuren am Tatort und bezieht sie in seine Versuche ein, den Tathergang zu rekonstruieren. Wenn der Kommissar seine Arbeit unvoreingenommen macht, sammelt er zum einen so viele aussagekräftige Indizien wie möglich, um zu einem möglichst vollständigen Gesamtbild zu kommen. Zum anderen wird er nach allen Seiten ermitteln und allen Spuren nachgehen. Ganz wichtig dabei ist, dass er für alle möglichen Antworten offen ist. Niemand würde einen Kommissar ernst nehmen, der eine der möglichen Erklärungen grundsätzlich ausschließen würde. Oder was würden Sie von einem Kommissar halten, der Mord von vornherein ausschließt? Mit der Begründung, es müsse unter allen Umständen eine Erklärung dafür geben, dass der Tod auf natürlichem Wege eingetreten sei. Die Möglichkeit, dass ein Täter absichtsvoll gehandelt habe, dürfe nicht berücksichtigt werden? Ein solcher Kommissar hätte seinen Beruf verfehlt.
Genauso seltsam wie ein Kommissar, der sich von vornherein auf eine natürliche Todesursache festlegt, ist aber tatsächlich die Herangehensweise der überwältigenden Mehrheit der heutigen Naturwissenschaftler in ihren Forschungen zur Entstehung des Lebens und zur Geschichte der Lebewesen. Die Möglichkeit, dass ein Schöpfer absichtsvoll gehandelt hat und dass daher Schöpfung die korrekte Erklärung für die Existenz der Lebewesen ist, wird fast durchweg grundsätzlich ausgeschlossen. Der amerikanische Immunologe Scott C. Todd drückt das so aus: Selbst wenn alle Daten auf einen intelligenten Schöpfer weisen, würde eine solche Hypothese aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden, weil sie nicht naturalistisch ist. Wir erinnern uns, naturalistisch bedeutet, dass Gott als Schöpfer überflüssig ist. Der berühmte Genetiker Richard Levantine hat sich ähnlich geäußert. Wir sind durch unsere von vornherein getroffene Grundsatzentscheidung für den Materialismus dazu gezwungen, Forschungsansätze und Erklärungskonzepte zu entwickeln, die sich auf materialistische Erklärungen beschränken. Dabei spielt es keine Rolle, wie sehr sie der Intuition der Nicht-Eingeweihten entgegenstehen oder ob sie ihnen rätselhaft erscheinen. Darüber hinaus ist dieser Materialismus absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Das heißt, die Mehrheit der Wissenschaftler hat sich darauf festgelegt, dass es auf alle Ursprungsfragen eine naturalistische Antwort geben muss. Ein Schöpfer muss ausgeschlossen werden. Dabei wird meistens behauptet, man müsse Gottes Handeln aus methodischen Gründen ausschließen. Man könne Gott mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht erfassen. Die Annahme eines Schöpfers sei unwissenschaftlich. Doch hier liegt ein Missverständnis vor. Es geht hier nicht um die Methode der Naturwissenschaft, sondern um Ursprungsfragen, um vergangene Geschehnisse, die niemand beobachtet hat und die uns nur durch verbliebene Spuren indirekt zugänglich sind. Naturwissenschaft kommt erst ins Spiel, wenn es darum geht, Spuren des vergangenen Geschehens, sei es Schöpfung oder Evolution, zu entdecken und auszuwerten, wie vorhin erläutert. Es ist natürlich korrekt, dass man die Schöpfungstätigkeit Gottes weder beobachten noch in eine naturwissenschaftliche Beschreibung einbauen kann. Aber auch die vergangene Evolution, sofern es sie gegeben hat, ist nicht beobachtbar. Es kann hier grundsätzlich nur darum gehen, relevante Indizien zusammenzutragen und zu bewerten. Auf das naturwissenschaftliche Arbeiten an sich hat das gar keine Auswirkungen. Wer einen Schöpfer bei der Suche nach Antworten auf Ursprungfragen grundsätzlich ausschließt, hat sich vor jeder Beweisaufnahme bereits auf den einen Antworttyp festgelegt. Damit aber wird ein Grundprinzip wissenschaftlichen Arbeitens aufgegeben, nämlich die Orientierung an der zutreffenden Antwort. Stattdessen findet Forschung heutzutage mit viel wissenschaftlicher Genauigkeit und großem Aufwand nur im naturalistischen Denkrahmen statt. Alle empirischen Daten werden ausschließlich naturalistisch interpretiert. Diese Festlegung ist nicht wissenschaftlich begründet, sondern eine weltanschauliche Entscheidung, die man auch anders treffen könnte. Wir werden in den weiteren Folgen sehen, dass die Suche nach Antworten ausschließlich im Rahmen des Naturalismus ein Holzweg ist. Genauso wie man auf der falschen Spur ist, wenn man die Existenz eines Mörders ausschließt, obwohl die Indizien am Tatort auf einen Mord hinweisen.